Hallihallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder eine Runde Star Wars The Jedi Fallen Order. Wir waren ja das letzte Mal bei den Wookiee-Anführer stehen geblieben. Dort schließen wir heute auch wieder an. Vorab entschuldige ich mich in den letzten Folgen für die miserable Tonqualität, was meine Tonaufzeichnung, sprich Mikrofonqualität etc. betroffen hat. Diesbezüglich habe ich ein bisschen Abhilfe geschafft. Ich habe ein bisschen aufgerüstet, weil mein Mikrofon kaputt war. Habe mir da jetzt von Audio-Technica das AT2020 geholt. Mit einem kleinen Audio-Interface von Native Instruments. Und mein Controller ist wieder zurück. Beziehungsweise ich habe einen neuen von Razer bekommen. Weil meiner war kaputt gewesen und ich hoffe doch mal, dass es jetzt wieder richtig loslegen kann. So. Wie gesagt, wollen wir nicht lange reden. Fangen gleich mal an. Und wie ihr im Hintergrund seht, habe ich da auch ein bisschen was verändert. Aber ich denke so ein bisschen zurück. Recht gerückt und die Richtung so angepasst und umgeändert an der Stundenfolge, die ich beim letzten Mal angekündigt habe, wird sich nichts ändern. Das wird so bleiben, weil ich in naher Zukunft noch vorhabe, ein paar Sachen zu streamen, parallel aufzunehmen. Und ja. Dafür muss ich jetzt erstmal Star Wars durchspielen und am 7.8. wird dann was Schönes kommen und diesbezüglich möchte ich bis dahin Star Wars haben. So, wie gesagt, wir fangen schon mal an und mal schauen, was uns noch erwartet. So, ich bin jetzt hier. Lol. Aber ich war doch schon da oben. Ich soll jetzt wieder hochklettern. Na, da habe ich ja jetzt Bock drauf. Warte mal, kann ich da nicht auch so hoch? War mir nicht sicher. Ist ja da auf diese Plattform da hoch. Schon eine Weile her, dass ich jetzt Star Wars gespielt habe. Kann mich also an diesen Weg nicht mehr so dran erinnern. Moin. Komm schon, BD. Okay. Gerade so ein bisschen lost. Ich kann es ehrlich sagen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich ganz genau hin muss. Zack. Voilà. So. Ah, jetzt will ich wieder. Und zack. Anquatschen brauche ich die nicht, alles klar. Machen wir es mal weiter hier lang. Oder? Wo muss ich hin? So.
Okay. Ja. Ist da. Also. Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Nein! Hoch da. Das heißt, mit der Steuerung wieder zurechtkommt, ist ja eine pure Ungewöhnung. Ah, okay. Mein Tafon konnten sie ewig fernhalten. Sie werden erst aufhören, wenn alle ausgelöscht sind. Ja. Einfach mal eine Kopfnuss, ne? Sehen wir nach. Eine Saba. Ah! Ups. Lass mich fliehen, lass mich fliehen. Geh weg! Please! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Moment! Mann, ich bin so lost! Oh nein, nein, nein! Bei den Dingern kriege ich Gänsehaut. Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Was? 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 Die sind so ikittig. Also, ho, 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 ho. Zack, zack, zack. Hoch. Aber du musst nachladen. Oh, was ist da drüben? Ja, und los geht's. Da war wirklich was drin. Was Interessantes? Jo. Ne Echo? Ich empfange die Position des Wookie-Generals. Vorrücken.
scheint gerade sehr linear zu sein. Wäre das Imperium auf Kashyyyk auch so hartnäckig, wenn wir nicht eingegriffen hätten? Die Jedi sollen Symbole der Hoffnung sein, aber ich habe die Inquisition hergeführt. Marie und Tarful bauen auf mich. Habe ich sie schon wieder gefährdet? So, mal gucken. Mein Fähigkeitenbaum schauen. Ich habe einen Fähigkeitenpunkt. Dafür brauche ich 2 Fähigkeitenpunkte. Hm. Immer den. Mal ausruhen. Ich höre dich, BD. Zeig mal. Fand ich gerade sehr interessant, dass der von seinen eigenen Kameraden weggeknallt wurde. Kommandeur, der Sturmtruppler. Hier oder was? Nee. Schrottratte spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Jetzt kann ich mir gerade vor wie bei Mario. Bei Super Mario. Was das ist denn hier gerade nur Phase? Okay, jetzt war ich los. Ich muss. So. Zack, zack, zack. Ich muss da lang geradeaus. Alles klar. Okay. Also hier ist Zappenduster. Ah.
Oh, 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 oh. Oh, Alter, erschreck mich doch nicht so. Alter, was geht da? Was ist das für ein Ding? Die 9. Schwester ist meldet. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Soll sich selbst rausfinden. Was war das? Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. So. Fett das aussieht. Leuchtekäfer. Wieder irgendwelche anderen Käfer, die völlig widerlich aussehen. Widerlich. Ohne Flachs. Einfach nur. War zwar noch eine Kiste, aber da renne ich jetzt gerne mal dran vorbei. Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Wipfel. Der Baum führte sie. Oder auch nicht. Willst du nachsehen? Ja, okay. Sehen wir es uns an. Hier rüber, BD. Bin mal gespannt. Diesen Sturmtruppler hat eine Kreatur hergezerrt. Ganz schön unheimlich, BD. Also doch hier hoch. Bin mal gespannt. Ein Stimmbaby.
Zicke-Zacke. Die habe ich nämlich gesucht. Okay, hier muss sicherlich irgendwie da hochkommen. Und ich glaube, ich habe das irgendwie auch gerade gefunden. Also hier rum und dann gleich rechts. Und soll ich da hochkommen? Sagst du? Ja. Zack. 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 Nicht, ob er freundlich ist. Das hat die 9. Schwester ausgeschaltet. Alter, ist schon ganz schön großes Gerät, ne? Was bist du? Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Mach ich nicht. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Solange wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Endlich bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Vor Meister T'Pols Tod. Habe ich jetzt wieder Fähigkeitenpunkt oder eher nicht? Oder einen habe ich. Kann ich nicht mit viel anfangen. Okay. Ein nützliches... Ein... Ich hau da ins Gesicht, Junge. Ich hau da einfach nur mega ins Gesicht. Können wir ihm helfen? Okay. Okay. Alter. Mal ganz hoch. Ist dumm. Ja.
Junge, Junge, Junge. Und was hast du so gemacht? Naja, ich bin auf Baum rumgeklettert. Also für Baum, die sind noch nicht so dick. Hey, BD, hier drin. Oh, du hast was gefunden. Er wollte nicht wissen, dass ich gerade gelesen habe. Das ist von einem Wookie, der den Baum erkletterte. Eine Art Test. Run, Baby, run! Und Schwung. Und Schwung. Das war knapp. Das war gerade echt knapp. Nochmal kurz hinpflanzen, um mal schnell auszuruhen. Und natürlich um zu speichern. Wie sollte es anders sein? Könnte der letzte seiner Art sein. Nein! Lull. Oh, ey, ich bin verlost, Junge. Vogel. Will helfen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Alles gut. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Danke, Billy. Das war's. Wow. Ja. Es war das Mindeste. Ein Kräutelvogel. Oh. Du nimmst uns mit? Würde sie bestimmt tun. Thank you.
viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Nur von dem Planeten. So ein schönes Spiel, Junge. Die Weitsicht, das ist der absolute Hammer, ja. Ja. Also optisch. Optisch kann ich nur sagen, ist mit eins der schönsten Spiele. Hast du was? Nö. Ich lasse das so, wie es ist. Suchst du was? Oha. Endlich habe ich es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden, aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab. So. Speichert. Niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. Die Jedi sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Gleiche.
abgegangen. Winzig. Kannst du keinen Treffer einstecken? Okay, da kann ich echt nicht entkommen. Dieser Kampf ist dein letzter. Wirf mir einen Stift zu. Hoch, Leute. Ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Zack, Arm ab. Es ist vorbei. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrechen dich wie den Rest von uns. Ist es Zorn? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde. Von wem lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium. Aber ich schon. Ja, das war das Ende eines Inquisitors. Wir dachten, du wärst tot. Geht's gut. Wir müssen zurück. Sie und Grease erwarten uns. Ich glaube aber, der lebt noch. Oder die lebt noch. Ich weiß es nicht. Das ist immer so. So komisch, Sachen zu beurteilen. Also, Geschlechter hier drin, das ist immer ganz, ganz, ganz komisch. Okay. Dann feiere ich uns erstmal auf. Jawollo. Juhu. Bam. Geh weg, welche Spinne. Ganz böse Spinne. Geordnet. Ich kann nur du und ich.
Na komm, lass schießen. Ich beobachte dich. Aha. Hey, du bist ein Stalker. Spanner. Und was, wer weiß was noch. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich lang muss. Ich muss wieder zum Schiff. Also, also da lang, dann rechts. Dann links, okay. Ich seh dich, Jedi. Du kannst mich nicht ewig aufhalten. Willst du mich zu Ende bringen? Hey, BD, gehen wir. Auf. Oh, ich höre was. Echt seine Zeit, ne? Kannst du mir helfen? Junge, Junge, Junge. So. Da hinten könnte jemand. Ich werde ihn ausschalten. Bin nur noch ich übrig? Yep. Das Glück ist auf meiner Seite. Das war frech. Das war richtig frech. Lol. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der Wookiee starb an Giftdämpfen. Das Imperium vergiftet den Planeten. Diese Tür bewegt sich nicht. Ist doch nicht wahr. Nahkampfdroidensteuereinheit. Denkst du auch, was ich denke? Yeah, eine Gatling, eine integrierte. Erstmal ausruhen. Einen Fähigkeitsbaum mal erkunden.
So. Information! Habe einen Treffer beim Ziel gelandet. Geh weg! Komm schon! Weichen wir mal wieder aus! Setzen wir unseren Kampf fort! Werde nicht scheitern! Und ich nehme auch noch mit. Du gehst runter! Mit dir geht's bergab! Meine Fähigkeiten sind dir überlegen! Ich werde nicht weichen. Normal schieße ich nicht. Perfekt. Mach einen guten Ruf. Ziemlich viele. So. Da lang, genau. Warte. Ein Toter. Das war's Tor. Er ist gnadenloser als ich dachte. Jetzt hat man kurz gehakelt. Komm schon, BD. Dover Club, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datumir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Brauner blauer Kartoffelbrei? Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich kaum. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also... Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sia. Wir finden Cordovas Holocron. Ja. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! So, und an dieser Stelle würde ich sagen, erstmal Schluss. Nicht ganz eine Stunde geworden. Aber einiges geschafft, definitiv. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.